Da scheinbar irgendein Clip verloren gegangen ist, gibt's jetzt erstmal ein kleines Voice-Over. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht um den MyHeritage DNA-Test. Nachdem ich vor knapp 2 Jahren schon mal den Ancestry-Test gemacht habe, wozu es auch ein Video gibt, habe ich meine Abstammung jetzt auch nochmal bei MyHeritage testen lassen. Ich habe das mit Black Friday-Rabatt gemacht, aber ich glaube generell haben die das ganze Jahr über irgendwelche Rabattaktionen. Im Endeffekt hat der Bestellprozess ähnlich funktioniert wie in jedem anderen Online-Shop auch. Vor dem Bestellen musste man sich allerdings schon ein Profil anlegen. Außerdem habe ich direkt 2 Tests bestellt und meinem Bruder einen zu Weihnachten geschenkt, weil ich es auch einfach mal total spannend finde zu sehen, wie sich geschwisterliche DNA gleicht oder auch unterscheidet. Danach konnte ich dann meine Tests in den Warenkorb legen, meine Kontaktdaten und alles ausfüllen, bezahlen und ja, damit war die Bestellung dann abgeschlossen. Am 22. November hatte ich die Tests gekauft, am 23. wurden sie versandt und am 25. November wurde das Paket zu meiner Mutter geliefert, beziehungsweise es kam nicht richtig an, aber theoretisch wäre es am 25. da gewesen. Also das waren jetzt hier 2 so Boxen in einem kleinen Karton. So sieht das jetzt aus. Schauen wir mal, was drin ist. Was ich gerade auf den ersten Blick schon sehe, ist, dass die Anleitung und alles komplett auf Englisch ist. Was ich von diversen vergangenen Tests gelernt habe, bevor man irgendwas auspackt oder tut, zuerst die Anleitung lesen. Hier ist jetzt direkt auch nochmal so eine kleine separate Erinnerung, dass man sein DNA-Kit aktiviert. Das mache ich dann auch direkt mal als erstes. Hier steht jetzt die Internetadresse drauf und der Aktivierungscode und ja, ich kann da jetzt noch meinen Namen draufschreiben, aber diese Karte ist scheinbar eh für mich selbst. Auf der Website hatte ich mich ja damals schon angemeldet, als ich den Test bestellt habe. Und als ich jetzt gerade meine Anmeldedaten angegeben habe, hat sich auch direkt die Seite geöffnet, wo ich diesen Code angeben kann. Okay, der Code ist auch nochmal hier hinten auf der Verpackung und scheinbar auf den Fläschchen, die hier dann noch drin sind. Okay, jetzt muss ich noch mein Geburtsjahr eingeben. Ja, Datenschutzerklärung. Mhm. Verarbeitung genetischer Daten. Mhm. DNA-Matches erlauben. Ja. Ja, ich stimme jetzt auch einfach mal zu, dass die meine DNA-Probe lagern können, weil wie man beim Ancestry-Test gesehen hat, können dann später noch neue Analysen durchgeführt werden. Und es wäre ein bisschen blöd, wenn ich da jedes Mal eine neue Probe abgeben müsste. Ja, also man kann hier jetzt so ein paar Sachen zustimmen oder nicht zustimmen, was mit der DNA gemacht werden darf und was nicht. Das kann ja letztendlich jeder nach eigenem Ermessen entscheiden dann. So, also hier habe ich jetzt nochmal eine deutsche Anleitung. Es gibt auch eine Videoanleitung. Bevor ich jetzt mit dem Test anfange, gucke ich nochmal, was hier genau alles drin ist. Hier soll man dann am Ende die Fläschchen mit reintun. Das hier ist dann der Rückumschlag. Hier oben steht jetzt Affix Stamp hier. Klingt jetzt für mich erstmal so, als müsste ich das dann auch selbst bezahlen. Okay. Gucken wir erstmal weiter. So, hier sind jetzt so 2 Wattestäbchen. Wir kennen sie momentan alle gut in Covid-Zeiten. Nur, dass die bei diesem Test nicht in die Nase gesteckt werden, sondern man macht Wangenabstriche. Hier sind dann noch 2 Probefläschchen, denn man hat auch 2 Wattestäbchen und macht von jeder Wangenseite einen Abstrich. Die kommen dann hier rein. Wattestäbchen Nummer 1. Damit reibe ich jetzt unter Drehen des Stäbchens 30 bis 60 Sekunden die Innenseite meiner einen Wange ab. Ich mache einfach 1 Minute, sicher ist sicher. Ich weiß nicht, wann sich 1 Minute das letzte Mal so lang angefühlt hat. Gut.
Dann öffne ich jetzt eines der Fläschchen und stecke das Stäbchen mit dem Kopf nach unten in die Flüssigkeit. Hier an der schwarzen Linie muss ich das Stäbchen jetzt abbrechen. Okay. Ging doch einfacher als gedacht. Und dann den Deckel fest verschließen. Wir wollen ja auch nicht, dass da irgendwas ausläuft. Und das Ganze jetzt nochmal auf der anderen Wangenseite. Vergewissern Sie sich, dass die Fläschchen fest verschlossen sind. Legen Sie beide Fläschchen zum Wattepad in den transparenten Zipbeutel. So. Das Ganze kommt jetzt hier in den Rücksendeumschlag und wie gesagt, manchmal ist es ganz schlau, zuerst die Anleitung komplett zu lesen. Hier steht auch, dass das Porto nicht enthalten ist. Heißt, das muss ich dann selbst nochmal zahlen. Aber da es ja zum Glück nur nach Deutschland geht, sollte das jetzt nicht so teuer sein. Das bringe ich dann jetzt mal zur Post. Und laut Anleitung werde ich in circa 3 bis 4 Wochen meine Ergebnisse bekommen. Da bin ich wieder, knapp 2 Monate später. Also meine Ergebnisse waren in etwa 5 Wochen, nachdem ich die Probe abgeschickt habe, da. Aber weil ich noch auf die Ergebnisse von meinem Bruder warten wollte, der den Test ein bisschen später gemacht hat, mache ich das Video erst jetzt. Genau, ich habe also diese Mail von MyHeritage bekommen, dass meine Testergebnisse da sind mit einem Link, damit ich sie mir anschauen kann. So, da öffnet sich jetzt die MyHeritage-Seite, auf der ich mich anmelden muss, aber ich hatte ja schon den Account erstellt. Also ihr seht hier meine Ethnizitätseinschätzung, die besagt, dass ich zu 46,6% Nord- und Westeuropäerin bin. Ihr seht hier auf der Karte, dazu zählt Deutschland, die Schweiz, ein Stück von Norditalien, Frankreich, Belgien und die Niederlande. Zu 34,1% Osteuropäerin, wozu Polen, Tschechien, ein Teil von Österreich, Ungarn, Rumänien, Ukraine, Weißrussland und Litauen auch so ein Teil dazu zählen. Also ihr seht hier auch manche Bereiche, die überschneiden sich eben auch ein bisschen. Ja, zu 16% Baltin, also Estland, Lettland, Litauen. Und was neu ist, zu 3,3% Ibererin, also hier unten Spanien, Portugal. Ich finde es interessant, wenn man das jetzt mit meinem Ergebnis von Ancestry vergleicht, dass zwar so die Gebiete an sich ähnlich sind, aber die Verteilung dann eben doch auch schon anders. Allerdings ist es natürlich auch ein bisschen schwer zu vergleichen, wenn es unterschiedliche Gebietseinteilungen gibt. Also bei Ancestry war der größte Anteil meiner Herkunft aus Osteuropa und Russland. Danach kam mit 22% Schweden und Dänemark, was wir hier bei MyHeritage jetzt überhaupt nicht drin haben. Dann auf Platz 3 kamen deutschsprachige Regionen Europas. Und hier sehen wir eben, was ich meinte. Hier hat man irgendwie so Deutschland, Schweiz, Österreich als ein Gebiet zusammengefasst, während es bei MyHeritage eben Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Schweiz und so sind. Also wie gesagt, ein bisschen schwer zu vergleichen. Hier sind es 7% baltische Staaten, 2% England und Nordwesteuropa. Und auch 1% Zypern ist nicht bei MyHeritage. Die Sache ist ja die, dass diese Tests gar nicht den Anspruch erheben, dass sie einem jetzt zu 100% genau sagen können, wie sich die Abstammung zusammensetzt, sondern es beruht eben auf Schätzungen und Vergleichen, weshalb das am Ende wahrscheinlich von den Werten abweichen wird, die man hat. Und dafür muss ich dann sagen, sieht man meiner Meinung nach aber doch auch die Gemeinsamkeiten.
Meine DNA setzt sich definitiv zu einem großen Teil aus Osteuropa und dem Baltikum zusammen und einem großen Teil eben, ja, so Deutschland, Mitteleuropa. Also hier sehen wir auch noch mal die Gebiete ein bisschen genauer. Also hier kann man jetzt am Beispiel der Ethnizitätsgruppe Deutschland gucken, in welchem Jahrzehnt, Jahrhundert die hauptsächlich wo angesiedelt waren oder auch ihre Nachkommen. Könnte ich mir jetzt zu jeder Ethnizitätsgruppe noch angucken. Ja. Hier sehe ich dann auch die Zuverlässigkeit der genetischen Gruppe. Wenn ich noch die geringe Zuverlässigkeit eingebe, dann wird mir hier auch der Bereich um Griechenland rum gezeigt. Ja, also hier könnte man sich jetzt zu den Ethnien wieder irgendwelche Informationen durchlesen. Vielleicht mache ich das auch mal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Also, hier hätten wir dann noch meine DNA-Matches. Ich weiß, das ist für viele von euch sehr spannend und einige würden wahrscheinlich auch Kontakt aufnehmen. Ich muss gestehen, ich mache diese Tests eigentlich hauptsächlich, weil mich die Ethnizitätseinschätzung interessiert und nicht, weil ich nach Verwandten suchen möchte. Ja, man sieht hauptsächlich, sind das entfernte Verwandte oder auch hier die erweiterte Familie, sind Neffen, Nichten zweiten bis dritten Grades. Wenn ich irgendwie verschollene Geschwister hätte oder so, das fände ich interessant. Ich bekomme ja tatsächlich auch, seit ich meine Testergebnisse habe, alle paar Tage, mittlerweile jetzt nicht mehr so oft, eine E-Mail, dass ich neue DNA-Matches habe, was dann in der Regel Cousins oder Cousinen dritten bis fünften Grades sind. Aber gucken wir uns mal enge Familie an. Also auf diesen Seiten gibt es immer generell sehr viele Informationen. Ich kann die euch jetzt nicht alle in diesem einen Video mitteilen, aber hier wird jetzt eben auch wieder beschrieben, wie die DNA vererbt wird. Das hatte ich ja in meinem letzten Ancestry-Update auch schon mal ein bisschen erwähnt. Eben, dass man immer 50% von der Mutter, 50% vom Vater erbt und dass deshalb zum Beispiel auch die DNA der Geschwister komplett anders aussehen kann, wenn man unterschiedliche DNA-Teile vererbt bekommt. Scheinbar hat MyHeritage tatsächlich erkannt, dass mein Bruder ist. Hier steht nämlich wahrscheinliche Verwandtschaftsbeziehung Bruder. Hier steht, dass unsere gemeinsame DNA 37,4% ist. Haha, es ist zu 100% wahrscheinlich, dass er mein Bruder ist. Also hier kann ich mir jetzt nicht die Ergebnisse von meinem Bruder anschauen, aber er hat sie natürlich mit mir geteilt, als er sie bekommen hat und mir auch die Erlaubnis gegeben, das mit euch zu teilen. Also, bei meinem Bruder ist der baltische Anteil wesentlich höher. Er hat bei diesem Test auch das Skandinavische drin, was ich bei Ancestry drin hatte. Er ist hingegen nur zu 17,8% Nord- und Westeuropäer, zu 17% Italiener, was ich eigentlich gar nicht mit drin habe. Allerdings kann das natürlich auch wieder so dieser kleine Bereich sein, wo sich Nord- und Westeuropa mit Italien überschneiden. Was dann vielleicht erklärt, warum mein Anteil Nord- und Westeuropäer höher ist und ich dafür keinen italienischen Anteil habe, wäre jetzt meine Theorie. Sein osteuropäischer Anteil ist gerade mal 6,9%. Aber eben auch hier gibt es ja Überschneidungen so mit dem baltischen Raum und mit Deutschland und allem. Also ich fand es jetzt total spannend. Aber genauso wie bei mir ist das bei meinem Bruder ja jetzt auch nur eine Einschätzung. Ja, die Verteilung ist jetzt wieder ein bisschen anders, aber von den Regionen her ist es schon ähnlich. Dementsprechend gehe ich einfach mal davon aus, dass mein Bruder wirklich mein Bruder ist. Ja, man kann halt irgendwie einen Stammbaum erstellen. Okay, irgendwie ist das ein bisschen seltsam, denn hier gibt es diesen Chromosom-Browser, wo man ja, irgendwie DNA-Segmente von Matches miteinander vergleichen kann. Allerdings wird mir hier mein Bruder nicht angezeigt. Ja, wie gesagt, die anderen interessieren mich jetzt sowieso nicht so. Wie man sieht, die gemeinsame DNA ist wirklich verschwindend gering. Wenn man da jetzt sehr interessiert dran ist, kann man auch noch ein bisschen rumgucken.
Hier kann man sich auch noch ein bisschen was zur Forschung anschauen. Wie gesagt, ich denke, das Interessanteste ist eigentlich der Abstammungsmix. Ich hatte überlegt, ob ich noch mal so ein separates Video mache, wo ich den Ancestry-Test mit dem MyHeritage-Test vergleiche. Allerdings finde ich, kann ich die eh schon mal nicht miteinander vergleichen, weil ich den einen Test 2 Jahre vor dem anderen gemacht habe. Jetzt nicht, dass sich meine DNA in der Zeit verändert hat, aber die Analysemethoden und ja, vielleicht auch so Sachen wie Preise oder Lieferzeiten wären meiner Meinung nach einfach nur gut vergleichbar, wenn ich beide Tests zum gleichen Zeitpunkt gemacht hätte. Mir persönlich gefällt, glaube ich, der Ancestry-Test ein bisschen besser. Also so Sachen wie, dass der Rücksendeumschlag schon frankiert gewesen ist, dass die Anleitung direkt auf Deutsch gewesen ist. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich bei Ancestry auch ein bisschen mehr Informationen bekommen habe, die jetzt interessant für mich persönlich sind. Zum Beispiel konnte ich da ja sehen, welche DNA-Anteile von welchem Elternteil quasi gekommen sind. Dafür fand ich die Probeentnahme bei MyHeritage ein bisschen angenehmer. Bei Ancestry musste man ja so ein Röhrchen vollspucken und das wurde schon irgendwann anstrengend nach einer Zeit. Und ich glaube, generell ist die Datenbank von MyHeritage auch größer. Korrigiert mich gerne, sollte das falsch sein. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt extra. Aber ja, ich glaube, MyHeritage ist einfach ein bisschen bekannter auch als Ancestry und hat dementsprechend mehr DNA-Proben für Vergleiche und alles. Aber ja, letztendlich würde ich nicht sagen, dass ein Test besser ist als der andere. Ich fand es jetzt einfach mal ganz spannend, die beiden zu vergleichen. Und für mich hat sich jetzt auch noch mal bestätigt, dass ich meine DNA viel aus, ja, Deutschland, Mitteleuropa und Osteuropa zusammensetzt. Das war's dann jetzt auch für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr die Tests vielleicht auch selbst gemacht habt, könnt ihr sehr gerne eure Ergebnisse oder Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Ansonsten danke für euer Interesse und habt noch einen schönen Tag.